Das limbische System ist eine der umstrittensten Strukturen des ganzen Gehirns. Bis heute sind sich die Wissenschaftler nicht so richtig einig, welche Strukturen eigentlich genau dazugehören und welche nicht und was die Funktion, die Aufgabe des limbischen Systems eigentlich genau ist. In diesem Video konzentrieren wir uns einfach auf die Basics, weil da sind sich eigentlich alle mehr oder weniger einig und das sind auch die wichtigsten Dinge zum limbischen System. Und die Regionen, die auf jeden Fall dazugehören, die sind hier farbig markiert. Das sieht auch erstmal kompliziert aus, die sind ja irgendwie überall im Gehirn verteilt. Aber am Ende des Videos kennt ihr sie alle, kennt die zwei wichtigsten Funktionen vom limbischen System und die drei wichtigsten Verschaltungen zwischen diesen ganzen Strukturen. Und das ist gar nicht so kompliziert, denn dazu gibt es einen guten Merkspruch, mit dem ihr euch das Ganze sogar für die nächste Prüfung oder für die 1-Million-Euro-Frage bei Wer wird Millionär merken könnt. Ich bin übrigens Jannis und hier auf dem Kanal versuche ich zu erklären, wie das Gehirn funktioniert. Heute, wie das limbische System funktioniert. Das ist schon eine Herausforderung, aber es war mit Abstand das meistgewünschte Video, also gucken wir es uns an. Wenn wir uns das Gehirn angucken, dann erkennt und benennt man dort ja in der Regel eher so klare, begrenzte Regionen, die häufig auch eine relativ klare Funktion haben. Also zum Beispiel hier hinten der Okzipitallappen, der für Sehen zuständig ist, oder darunter das Kleinhirn, was für die Koordination von unseren Bewegungen zuständig ist. Beim limbischen System ist das ja anders. Das sind ja Strukturen, die irgendwie in großen Teilen des Gehirns verteilt sind. Wie kommt man auf die Idee, dass die zusammengehören könnten? Na, auch da ist die Funktion, die gemeinsame Funktion, das Entscheidende. Und auf die Idee ist schon vor knapp 150 Jahren ein französischer Arzt gekommen. Der hat sich Gehirne angeguckt, hat gesehen, dass diese Strukturen alle ziemlich stark miteinander verbunden sind, also ziemlich starke Nervenfaserbahnen haben, die sie miteinander verbinden. Deswegen dachte er sich, naja, die werden wohl eine gemeinsame Funktion haben. Mit der Funktion, die er sich dachte, lag er nicht so richtig. Aber dass sie eine gemeinsame Funktion haben, das hat gestimmt. Und weil er gesehen hat, dass sie so ganz hübsch wie so ein Saum sich um den Balken und um das Zwischenhirn herumlegen, hat er sie auch so benannt, wie ein Saum. Nur war es natürlich damals cool, Dinge auf Lateinisch zu benennen. Deswegen Limbus. Und der Begriff limbisches System ist von ihm bis heute geblieben. Über die Funktion haben sich die nächsten 150 Jahre die Wissenschaftler die Köpfe eingeschlagen. Wir kommen gleich noch darauf, was wir heute wissen, was es für Funktionen tatsächlich hat. Aber gucken wir uns erstmal an, welche einzelnen Gehirnregionen dazugehören. Das können wir uns ruhig am 3D-Gehirn angucken. Dann kriegt man so eine gute räumliche Vorstellung davon, wo die Strukturen liegen. Die sind ja irgendwie wild verteilt. Bei der Übersicht ist schon ein großer Teil von der linken Hirnhemisphäre ausgeblendet, damit wir das limbische System entdecken können. Das machen wir hier auch mal, nehmen den Kortex von der linken Hemisphäre weg und auch die Ventrikel, das blaue hier. Und zum Überblick erstmal auch die Basalganglien und dann gucken wir ziemlich genau auf viele Strukturen von dem limbischen System. Die wichtigste davon ist wahrscheinlich der Hippocampus, das ist der hier. Den haben wir ja gerade aus dem linken Temporallappen freigelegt, also wenn wir nochmal von unten drauf gucken. Dann liegt der hier nochmal in schwach durchsichtig die linke Hemisphäre dazu. Dann sieht man, dass hier der linke Temporallappen ist und dass da an der mittleren Unterseite vom Temporallappen der Hippocampus liegt. Auf der anderen Seite gibt es das genauso und da ist er dann hier drunter versteckt unter dieser Struktur. Die kommt nachher auch noch, aber direkt darunter liegt der Hippocampus. Hippocampus heißt übrigens Seepferdchen. Da hatte der Anatom, der das benannt hat, eine relativ seltsame Fantasie. Also wenn man das ganz fein säuberlich aus einem Gehirn rausschneidet, dann kann das so aussehen wie ein Seepferdchen. Aber im Gehirn drin ist es eigentlich unmöglich, das zu erkennen. Aber wenn man den Hippocampus quer durchschneidet, also einfach einmal das ganze Gehirn hier in so einem Frontalschnitt, einmal in der Linie durch und dann von vorne drauf guckt, dann hat der Hippocampus im Inneren eine ziemlich spannende Struktur, die sich so im Gehirn sonst nirgendwo findet. Ist nämlich so in sich eingerollt und sieht quasi aus wie so eine Biskuitrolle oder wie man das nennt. Und das sieht nicht nur interessant aus, sondern ist auch super wichtig, denn in dieser Rolle kreisen zwischen verschiedenen Nervenzellen Dinge, die wir uns merken wollen. Denn der Hippocampus ist super entscheidend für unser Gedächtnis. Er ist nicht selber wirklich der Sitz unseres Gedächtnisses, also das Kurzzeitgedächtnis, das ist hauptsächlich eine Funktion vom frontalen Kortex hier vorne. Und unser Langzeitgedächtnis, das ist auch wieder in ganz großen Bereichen vom Gehirn verteilt, vor allen Dingen im Kortex von großen Teilen des Gehirns. Aber um Dinge vom Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis zu kriegen, also die Gedächtniskonsolidierung nennt man das, das Abspeichern letztendlich der Gedächtnisinhalte, dafür brauchen wir unbedingt den Hippocampus. Ohne den funktioniert das nicht und dieses Kreisen zwischen den Nervenzellen im Hippocampus drin, das ist schon eine entscheidende Funktion, um sich dann mit Langzeitpotenzierung Sachen längerfristig merken zu können und die ins Langzeitgedächtnis reinzukriegen. Aber der Hippocampus, der schafft das nicht ganz alleine, denn er braucht nicht nur so einen inneren, sondern quasi auch einen äußeren Kreislauf, durch den die Sachen, die wir uns merken wollen,
immer durchrotieren. Und genau dafür braucht er Hilfe von den allermeisten Strukturen unseres limbischen Systems. Also erhöhen wir mal den Einsatz, irgendwas Wichtiges, was wir uns merken wollen. Ihr wollt euch vielleicht gerade die Strukturen vom limbischen System merken, aber weniger trocken. Sagen wir, jemand sagt euch seine Handynummer, ihr wollt euch die unbedingt merken, euer Handy ist kaputt, ihr könnt sie euch nicht aufschreiben und dann wiederholt ihr euch die immer wieder. Das könnt ihr hauptsächlich mit dem präfrontalen Kortex für so 30 Sekunden bis zu 2 Minuten euch vielleicht merken. Und alles, was länger als das ist, da geht es schon an die Gedächtniskonsolidierung und dann ins Langzeitgedächtnis. Also um uns die Nummer tatsächlich merken zu können, müssen wir jetzt einmal durch das limbische System rotieren oder durch den größten Teil zumindest davon. Beginnen tut das Ganze beim Hippocampus und da kommt jetzt der Merkspruch ins Spiel, mit dem wir uns bis auf eine gleich alle wichtigen Strukturen im limbischen System mitmerken können. Ich habe mir den Merkspruch neu ausgedacht, beziehungsweise die ersten zwei Worte sind aus einem, den es schon gab, und den Rest habe ich erneuert, weil ich es so besser fand zu merken. Ich hoffe, ihr seid da meiner Meinung und der neue Merkspruch ist: Hipster fordern Mamas antiken Doppelgyros. Hipster fordern Mamas antiken Doppelgyros. Macht wenig Sinn, aber das ist bei Merksprüchen ja irgendwie so, dann kann man sie sich vielleicht sogar noch krasser merken. Also Hipster wollen ja irgendwie immer irgendwelche alten Sachen, gerne die alten Hemden bei Papa aus dem Schrank, die jetzt gerade wieder in sind. In dem Fall geht es ums Essen und da wird es richtig alt, richtig antik. Also bei den antiken Griechen gab es sicherlich Gyros. Jetzt wollen die Hipster also Mamas antiken Doppelgyros. Die Worte stehen für die einzelnen Strukturen in diesem Kreislauf, den wir jetzt durchgehen. Dieser Kreislauf, den wir brauchen, um uns Sachen zu merken, nennt sich Papis-Neuronenkreis. Und das Ganze beginnt beim Hippocampus und quasi alle Informationen, die den Hippocampus verlassen, verlassen den nach hier hinten über den Fornix, über das Gewölbe. Der zieht im Bogen unter dem Balken entlang. Das hier ist der Balken, der die beiden Großhirnhemisphären verbindet und dort Informationen austauscht. Aber der Fornix, der zieht da drunter lang im Bogen nach vorne und kommt dann letztendlich hier unten hinter der Hypophyse bei den Marmelarkörpern an. Die sind ein Teil vom Hypothalamus. Hypothalamus ist ein Teil vom Zwischenhirn. Und die Marmelarkörper, hier diese beiden Nibbel, also die so ein bisschen aussehen wie Mamillen, wie Brustwarzen, wieder mal die Fantasie der Anatomen. Also zu diesen Marmelarkörpern, da ziehen Informationen vom Hippocampus. Wir merken uns die Strukturen Hipster, Hippocampus, Fordern, Fornix, Mamas, Marmelarkörper. Das nächste ist Antik, das sind die anterioren Kerne, also die vorderen Kerne vom Thalamus. Auch der Thalamus ist ein Teil vom Zwischenhirn, das ist eigentlich so der Türsteher, der entscheidet, welche unserer Informationen ins Großhirn, in den Kortex reinkommen und an unser Bewusstsein gelangen. Aber diesen vorderen Bereich, den anterioren Bereich, den hat er abgestellt fürs limbische System, also anteriore Thalamuskerne, nächste Station. Und von da will das Ganze dann eigentlich wieder zurück zum Hippocampus, damit der Kreis geschlossen wird. Jetzt unmöglich, bitte wenden. Aber das Ganze funktioniert mehr oder weniger wie so eine Einbahnstraße. Also das kann nicht einfach den Bogen zurücknehmen. Das wird nicht funktionieren, das Ganze. Deswegen muss es sich einen anderen Weg zurücksuchen. Und der geht jetzt nicht unter dem Balken lang, sondern oben rum. Nicht hier durch das kleine blaue Bündel. Das ist eigentlich ziemlich unwichtig, ein bisschen unnötig, dass es hier eingezeichnet ist. Das ist das Indusium Grisium, so ein bisschen Anlagerest vom Hippocampus. Aber das macht nicht viel. Aber die Struktur, die direkt darüber liegt, diese dicke Struktur hier, das ist der Gyrus cinguli. Gyrus heißen diese Gehirnwindung, nicht Gyros, sondern Gyrus, aber im Merkspruch halt Gyros. Cinguli kommt vom Gürtel, weiß ich wieder, wie so ein Gürtel hier rumliegt. Also der Gyrus cinguli. Und wie kommt es vom Thalamus, von den anterioren Thalamuskernen dahin? Naja, hier sehen wir ja die Gegenseite, also ist eigentlich die falsche Seite. Also hier von dem linken Thalamus ziehen die in die Großhirnhälfte, die wir jetzt ausgeblendet haben. Aber der Übersichtlichkeit halber machen wir mal auf der anderen Seite weiter. Da gibt es ja den gleichen Kreislauf. Also hier, das ist der Thalamus von der anderen Seite. Hier der vordere, der anteriore Teil. Von dort aus zieht es in den Gyrus cinguli den ganzen weiten Weg hier hinten rum. Und dort hinten, da geht der Gyrus cinguli über gleich in den nächsten Gyrus. Deswegen auch im Merkspruch Doppelgyrus. Das steht also für den Gyrus cinguli und für den nächsten. Das ist der Gyrus parahippocampalis. Den sehen wir am geschicktesten, wenn wir das Kleinhirn hier ausblenden. Dann sieht man schon, hier zieht es quasi so runter. Einmal das Gehirn nach unten drehen. Dann kommt die Info von hier hinten vom Gyrus cinguli und zieht hier in diesen Gyrus parahippocampalis. Parahippocampalis heißt neben dem Hippocampus. Also es ist der Gyrus, den hatten wir ja vorhin schon kurz gesehen, der direkt über oder um den Hippocampus herum liegt. Ich beweise es euch nochmal, wenn wir das hier ausblenden, dann taucht hier drunter der Hippocampus auf. Und damit schließt sich der Kreis. Und genau dieser Kreis, der ist wirklich essentiell für das Gedächtnis. Also wenn der unterbrochen wird,
dann haben wir große Probleme damit, neue Informationen vom Kurzzeitgedächtnis in unser Langzeitgedächtnis zu überführen, also mit der Gedächtniskonsolidierung. Am entscheidendsten dafür ist der Hippocampus, aber auch wenn an irgendeiner anderen Stelle von diesem Kreislauf was kaputt geht, dann gibt das ähnliche Probleme. Ein ganz berühmter Fall, wahrscheinlich der berühmteste Patient in der Geschichte der Hirnforschung, ist der Patient Henry Molaison. Berühmt ist er unter seinem Namenskürzel HM. Und dem wurden, relativ tragisch, auf beiden Seiten der Hippocampus herausoperiert, in dem Versuch, seine wirklich schwere Epilepsie zu behandeln. Das hat auch ganz gut funktioniert. Danach hatte er kaum noch epileptische Anfälle. Aber damals wusste man halt noch nicht, dass der Hippocampus und dieser Kreislauf so entscheidend ist für unsere Gedächtniskonsolidierung. Und das hat dazu geführt, dass Henry Molaison sich ab dem Zeitpunkt der Operation keine neuen Langzeiterinnerungen über Faktenwissen oder über irgendwas, was er erlebt hat, bilden konnte. Also mit der Telefonnummer zum Beispiel, die uns gesagt wurde und die wir versucht haben, aus dem Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis zu kriegen. Wenn jemand Henry Molaison so eine Telefonnummer gesagt hätte, dann hätte er sich die zwar für 30 Sekunden oder vielleicht ein, zwei Minuten mithilfe seines präfrontalen Kortex merken können. Aber es wäre für ihn unmöglich gewesen, diese Info in sein Langzeitgedächtnis zu bekommen und länger als ein paar Minuten abzuspeichern. Sehr interessant dabei ist aber, dass nicht nur das Kurzzeitgedächtnis natürlich weiter funktioniert hat, sondern dass auch das Langzeitgedächtnis, was schon da war, auch weiterhin funktioniert hat. Also die Erinnerungen, die schon abgespeichert waren im Langzeitgedächtnis, was so weit im ganzen Kortex und so weiter verteilt ist, die konnte Henry Molaison immer noch ganz gut abrufen, konnte sich also an Dinge vor der OP, insbesondere an Dinge, die schon ein paar Jahre zurücklagen, immer noch gut erinnern. Aber alles, was danach passiert ist, das konnte er nicht neu abspeichern. Und das sogar noch viel dramatischer, also nicht nur für eine Telefonnummer, sondern auch für Menschen, die er einfach neu getroffen hat. Zum Beispiel wurde er wirklich über Jahrzehnte lang immer wieder untersucht von einer Hirnforscherin, die ihn also über die Jahre hinweg super gut kannte. Und für ihn war es jedes Mal, wenn er sie gesehen hat, so als ob er sie das erste Mal und wieder neu kennengelernt hätte. Es gibt auch noch andere Formen von Langzeitgedächtnisinhalten. Die nennt man dann das implizite Gedächtnis, also zum Beispiel neue Bewegungsabläufe, die wir lernen. Und die funktionieren auch unabhängig vom Hippocampus, also hätte Henry Molaison zum Beispiel noch lernen können, Fahrrad zu fahren, falls er das vorher noch nicht konnte, hätte sich aber nie daran erinnern können, dass er Fahrrad fahren kann oder dass er das irgendwie geübt hat. Aber für alles, was wir so für bewusste Erinnerungen halten, also für Faktenwissen und für Dinge, die wir erlebt haben, da ist der Hippocampus und dieser ganze Papis-Neuronenkreis super entscheidend für. Also ganz verrückte Sache. Wir müssen aber noch einen Schritt machen zu der letzten Struktur noch vom limbischen System, die noch entscheidend ist und die in diesem Papis-Neuronenkreis und dem Merkspruch noch nicht mit drin gesteckt hat. Und die versteckt sich direkt hier vorne vor dem Hippocampus. Das ist die Amygdala. Amygdala, das heißt Mandelkern, weil sie ungefähr so aussieht wie eine Mandel. Und auch von der Größe passt das wahrscheinlich ganz gut. Und bei der Amygdala geht es um Emotionen. Damit kommen wir endlich zu einem ganz prominenten Thema für das limbische System. Man dachte nämlich früher, dass das limbische System quasi so gleichzusetzen wäre mit unserem emotionalen Gehirn. Dass da so die ganzen chaotischen Emotionen entstehen und dann in dem hübschen Kortex, der so außen rum und oben drüber liegt, das passiert, was uns zu vernünftigen, logisch denkenden Menschen macht. Heute weiß man, dass man das leider nicht so klar trennen kann und dass Emotionen doch deutlich komplexer sind, dass da noch mehrere Hirnregionen und eigentlich auch große Teile von unserem ganzen Körper dran beteiligt sind. Aber das limbische System bleibt schon auch noch wichtig mit für unsere Emotionen, nur nicht so exklusiv. Und da eine besondere Rolle hat tatsächlich die Amygdala. Am stärksten stürzt sie sich vor allen Dingen auf die eher negativen Emotionen, also besonders Angst und Wut. Ganz wichtig ist da vor allen Dingen die Angstreaktion. Um die schnell auslösen zu können, kriegt die Amygdala direkte Informationen von allen Gebieten von unserem Gehirn, die unsere Sinnesinformationen verarbeiten. Also kriegt ganz schnell Info darüber, was wir sehen, hören, riechen und durchforstet das die ganze Zeit danach, ob da irgendwas Gefährliches drin sein könnte. Und wenn sie dann zum Beispiel erkennt, oh damn, das sieht wie eine Schlange aus, dann versucht sie unser Gehirn, unseren Körper so schnell wie möglich hochzufahren, dass wir adäquat darauf reagieren, also wahrscheinlich wegrennen können. Das macht sie, indem sie eine direkte Verbindung hat zum Hypothalamus. Die Verbindung verläuft auch wieder so ein bisschen kompliziert, so ungefähr wie der Fornix, den wir vorhin schon gesehen haben. Die Verbindung heißt Stria Terminalis, hat also ein bisschen langen Weg, aber geht direkt zum Hypothalamus ohne weitere Umschaltung und aktiviert den, und der ist ja quasi so die Steuerzentrale von unserem vegetativen Nervensystem.
also ein bisschen die Brücke zwischen Gehirn und Körper und kann dann über Aktivierung vom Sympathikus, also unserem Fight-and-Flight-System und auch über die Ausschüttung von Hormonen über die Hypophyse, die direkt darunter hängt, dafür sorgen, dass aus der Nebenniere dann Adrenalin und Cortisol ausgeschüttet werden und wir so richtig Stress kriegen und ja, unser Herz schneller schlägt, unsere Muskeln gut durchblutet werden, wir hellwach werden und dann adäquat auf die Schlange reagieren können. Jetzt ist es leider so, dass das bei unseren Vorfahren wahrscheinlich noch relativ häufig war, dass man solche Gefahren hatte. Und naja, lieber dreimal einen Stock für eine Schlange halten und zu viel wegrennen, als dass man einmal eine Schlange nicht erkennt. Deswegen ist die Amygdala für unsere heutige Zeit vielleicht so ein bisschen übervorsichtig, ein bisschen überaktiv. Aber ganz verteufeln darf man sie auf jeden Fall auch nicht. Es gibt zum Beispiel eine sehr seltene Erbkrankheit, bei der die Amygdala beidseits verkalkt und die Menschen, die davon betroffen sind, die kennen tatsächlich keine Angst. Die wissen nicht so richtig, was Angst ist. Das klingt ja erstmal irgendwie ganz cool, aber zum einen ist es natürlich gefährlich und zum anderen hat die Amygdala schon auch noch weitere Funktionen, sodass bei den Menschen dann auch einfach generell das Gefühls- und Sozialleben stark eingeschränkt ist. Also ohne Amygdala funktioniert auch nicht, aber ein bisschen mehr chillen könnte sie vielleicht. Sie hat noch eine weitere ganz wichtige Funktion. Da verbindet sie die beiden Bedeutung vom limbischen System, die wir jetzt hatten, nutzt es aus, dass sie eigentlich direkt neben dem Hippocampus liegt. Vielleicht ist euch schon mal aufgefallen, dass wir uns emotionale Ereignisse viel besser merken können als Dinge, die wir irgendwie langweilig oder neutral fanden. Das passiert dadurch, dass die Amygdala eine direkte Verbindung zum Hippocampus hat und so dafür sorgt, dass Ereignisse, die starke Emotionen ausgelöst haben, auch besonders stark im Gedächtnis hängen bleiben. Nicht nur für negative Emotionen, aber halt auch besonders für solche. Wahrscheinlich wieder so mit der Idee, dass wenn wir einmal einen Säbelzahntiger gesehen haben, dass wir uns den besonders gut merken, den Anblick, damit wir es nächstes Mal schon fast am Schatten erkennen können. Natürlich ist das ganze limbische System und auch die Amygdala noch an einigen weiteren Funktionen beteiligt, also zum Beispiel so Antrieb, Sexualverhalten, Essverhalten und noch ein paar mehr, aber da wird es schnell wieder relativ schwammig und noch nicht so ganz klar erforscht. Deswegen haben wir jetzt mit den Beispielen für emotionale Aufgaben und vor allen Dingen für die Gedächtniskonsolidierung, glaube ich, die wichtigsten Funktionen fürs grundlegende Verständnis von dem limbischen System abgehakt und kennen damit auch alle wirklich zentralen Strukturen des limbischen Systems. Das waren ja einige. Für einen vernünftigen Überblick gehen wir es nochmal ganz flott durch. Zum einen mit dem wunderbaren Merkspruch, Hipster fordern Mamas antiken Doppelgyros, haben wir Hipster, den Hippocampus, dann fordern, Fornix. Da zieht die Info zu den Marmelarkörpern, Mamas, von dort aus hoch zum anterioren Thalamus, zu den anterioren Thalamuskern, antiken. Dann zum ersten vom Doppelgyros, dem Gyrus cinguli, von dort aus weiter hinten rum, zum Gyrus parahippocampalis und von dort aus geht es wieder in den Hippocampus hinein. Da stecken schon die allermeisten Strukturen mit drin. Wir müssen uns nur noch die Amygdala dazu merken. Es gibt, wie gesagt, noch weitere, wo sich die Leute nicht ganz einig sind, ob die dazugehören. Zum Beispiel das Septum verum, was so ungefähr hier vorne liegt und andere. Aber das sind so die zentralen. Einen Trick habe ich noch für euch, wenn ihr diese Strukturen irgendwie im Gehirn finden wollt. Die sind ja doch irgendwie überall verteilt. Ich habe ja am Anfang die Ventrikel vom Ventrikelsystem, vom Liquorsystem ausgeblendet und auch die Basalganglien. Und da gibt es jeweils eine Struktur, mit dem unsere limbische Systemstrukturen ziemlich stark mitlaufen. Also die Seitenventrikel vom Ventrikelsystem, die machen hier diesen Bogen und genau diesen Bogen macht quasi auch der Hippocampus hier drunter. Und dann die Fornix, die unter den Balken zieht, mit. Und das gleiche genauso die Fasern von der Amygdala in der Stria terminalis, die mit dem Seitenventrikel bzw. sogar mehr hier mit dem Nucleus caudatus von den Basalganglien nach vorne ziehen. Also wenn man irgendwo einen Gehirnschnitt, irgendwie eine Zeichnung vom Gehirn hat, wo das Gehirn durchgeschnitten ist, dann muss man nur die Ventrikel finden, die Seitenventrikel finden und dann kann man sich daran ganz gut orientieren, wo diese Strukturen versteckt liegen. Wenn ihr wissen wollt, warum die Seitenventrikel und alles, was so mit denen mitläuft, eigentlich so seltsam gebogen sind und warum das alles so einen riesigen Umweg macht, dann findet ihr die Antwort in meinem ganzen Video zum Ventrikelsystem. Das führt jetzt hier zu weit, aber da gibt's die Erleuchtung. Ich wünsche euch viel Vergnügen dabei, neue Informationen durch den Papis-Neuronenkreis zu jagen. Vielen Dank fürs Gucken und wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Ciao.